Hallo und willkommen zurück zum zweiten Video zum Thema GA5 Stromversorgung über USB. Nachdem bereits etwa 3 Jahre vergangen sind, seitdem ich das letzte Video zu diesem Thema erstellt habe, habe ich jetzt endlich die Lösung für mich gefunden. Nein, fairerweise muss ich hervorheben, dass Michael, ein sehr aufmerksamer User hier bei YouTube und Instagram, mich tatsächlich darauf gebracht hat. Besten Dank, Michael, der Tipp war wirklich Gold wert. Folgt ihm gerne, er macht tolle Fotos und hat ein cooles Profil bei Instagram. Aber jetzt erstmal direkt zu der Lösung. Es werden 3 Dinge benötigt. Ein Dummy-Akku, ein Spannungswandler und eine Powerbank. Die Powerbank muss schon eine ausgesuchte sein, die reale 3 Ampere liefern kann. Und zwar über 2 Ports oder wahlweise über eine 2. Powerbank. Der Spannungswandler wandelt die 5 Volt aus der USB Powerbank in ca. 8,4 Volt um. Auf dem originalen Akku steht zwar 7,2 Volt drauf, allerdings liegt die Spannung ohne Last hier auch schon bei 8,2 Volt. Damit die Spannung bei Leistungsspitzen nicht abfällt, wird der Spannungswandler über 2 Anschlüsse mit der Powerbank verbunden. Der Spannungswandler wiederum wird nur noch an den Dummy-Akku angeschlossen und zu guter Letzt kommt der Dummy-Akku in die GA5. Der Spannungswandler und der Dummy-Akku sind bereits als Kombiprodukt erwerbbar. Die Powerbank, hier von Anker, ist nach ihrer Leistung ausgesucht worden. Meine alte Powerbank von Anker mit 2 und 1 Ampere schafft es nicht, genug Leistung bereitzustellen, wenn es drauf ankommt. Mit beiden Produkten zusammen ist man gerade eben mal mit knapp über 50 Euro dabei. Ich habe beide für dich unterm Video verlinkt. Jetzt kann ich endlich bei Dreharbeiten oder Hochzeiten einen kompletten Tag, das heißt ca. 10 Stunden am Stück filmen, ohne mir Gedanken um den nächsten Akkuwechsel machen zu müssen, was eine schier unglaublich geniale Erleichterung ist. Wenn du auch mit der GA5 filmst, dann kann ich dir diese Art der Energieversorgung wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn du noch Fragen haben solltest, lass uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und falls dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und natürlich freue ich mich auch über ein Abo. Nochmals besten Dank an Michael und vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut! Hallo und willkommen zurück zum zweiten Video zum Thema USB-Stromversorgung für die GA5. Nein, das war auch doof. Ein sehr aufmerksamer User hier bei YouTube und Instagram. Jetzt kann ich endlich bei Dreharbeiten, ist das Ding runtergefallen? Jetzt kann ich endlich bei Dreharbeiten oder Hochzeiten einen kompletten Tag, ist doch Kacke, Alter.